Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Wildpflanzendialog. Mein Name ist Daniela Spegler. Ich bin Bestseller-Autorin, habe unter anderem vier Bergfrauenbücher geschrieben und in meinem neuen Buch mit dem Titel Grünkraft, Kräuterleute im Porträt, das im Frühling 2024 erscheint, porträtiere ich Kräuterleute aus der ganzen Schweiz. Die Fotos dazu macht Geri Amfstutz. Und eine der Kräuterfrauen aus dem Buch, Lisetta Loretz-Krameri, darf ich heute zum Wildpflanzendialog hier ganz herzlich begrüßen. Hallo, liebe Lisetta, Hallo. es ist mir eine Freude, dich hier heute mit dabei zu haben. Mich freut es auch. Schön. Ich stelle dich kurz vor. Du bist eine Heilkräuterfrau der ersten Stunde, die weiß, was gut tut und heilt. Dein Wissen gibst du seit über 30 Jahren mit großer Freude weiter. Deine Wurzeln liegen im schönen Maderanertal, wo du auch wunderschöne Wildpflanzenexkursionen anbietest. Dazu bietest du auch Lebensberatungen und verschiedene Massagen an. Und immer stärker drängt auch die Ritualarbeit in dein Leben, in welche dein riesiger Erfahrungsschatz mit Wildpflanzen mit einfließt. Schon dein Großvater hatte auf der Hüfi-Hütte im Maderanertal die Leute geheilt mit Heilerde, aber das Heilkräuterwissen ist dir vor allem durch deine Hebammen-Ahninnen in die Wiege gelegt worden. Auch dein Motto ist es, dass man doch als erstes in die Natur gehen soll, statt immer gleich zum Arzt zu rennen. Es ist dir wichtig, dass die Menschen sich an das uralte Wissen der Pflanzenheilkunde zurückerinnern, ihren Gefühlen vertrauen lernen und die Angst vor den giftigen Wildpflanzen relativieren lernen. Und durch dich ist die Harzsalbe zum unentbehrlichen Bestandteil meines Lebens geworden. Ich hatte dich mal besucht vor langer, langer Zeit im Maderanertal auf einer Wildpflanzenwanderung und ich war total erstaunt, dass du da ein bisschen Harz vom Baum genommen hast, es da in den Mund genommen hast, darauf herumgekaut hast. Ich habe nur große Augen gemacht, aber durch dich durfte ich dann lernen, wie wertvoll und heilungsfördernd die Harzsalbe bei Wunden ist zum Beispiel. Und heute tauchen wir jetzt ein in die Welt der Wildpflanzen und wo ich dir in Form eines Quizzes 15 Fragen stellen werde. Dabei lernen wir dich und die Wildpflanzen ein bisschen näher kennen. Und ich bin schon ganz gespannt auf deine Antworten. Die erste Frage lautet: Wenn du eine Wildpflanze wärst, wärst du eine? Eine Nachtkerze, weil die Nachtkerze mich so fasziniert. Unglaublich, was die alles kann. Jeden Abend öffnet sie sich in Zeitlupen und man kann ihr zuschauen und dann leuchtet sie aus vollem. Also sie fragt nicht, ob es genug Licht hat. Sie leuchtet einfach. Und sie ist im Moment noch die einzige und außer die Rosen in meinem Garten, die noch blühen. Und am Morgen um 11 Uhr irgendwie, dann werft sie die alte Blüte weg und richtet sich schon wieder ein auf den Abend, damit sie wieder mehrere Blüten aufgehen lassen kann. Und sie ist wirklich eine Pflanze, die so vielseitig verwendbar ist. Die Frage Nummer 2. Arnika oder der gelbe Enzian? Gelber Enzian. Das ist, also da kann ich, wenn ich in den Bergen bin, kann ich nicht vorbeigehen, dass ich nicht irgendwo einer ausgraben muss, obwohl es ja geschwitzt ist. Also, das ist, ich habe so gute, nein, schlechte Erinnerungen an diese Wildpflanze. Die ist so bitter, das ist die bitterste Pflanze in unserer Umgebung.
Und wir mussten als Kinder, mein Vater ging dann die sammeln und das ist eine Riesenarbeit. Stundenlang haben sie ausgegraben und dann mussten wir als Kinder diese Wurzeln mit den Händen reinigen. Also da war ja viel Erde drin, also überall. Und das war so furchtbar. Wir hatten ganz, und da hast du immer die Finger haben wir abgeschleckt. Und das als Kind, das war ja einfach Scheußle. Ich konnte diesen Geschmack Jahre nicht mehr einatmen, aber jetzt ist es meine Lieblingspflanze. Warum denn? Weil sie ist zuständig für unsere Bitterstoffe. Wir haben ja in unserer Kultur eigentlich praktisch keine Bitterstoffe mehr, die wir zu uns nehmen. Also in allen Lebensmitteln ist das jetzt rausgefegt worden, damit weiß auch nicht warum. Und man ist sich nicht mehr gewöhnt und die Leber lechzt aber nach Bitterstoffen. Also wenn ich das eins kann sagen, macht irgendeine Bitterstoffkur, weil das hilft so vielen im Körper. Also jeden Tag ein bisschen Tropfen von gelbem Enzian zum Beispiel. Ja, einfach ein paar Tropfen und dann hat man schon das gemacht, was die Leber dringend braucht. Okay, danke. Die Frage 3. Dein Lieblingsritual mit Wildpflanzen. Mein Ritual ist sicher das Schönste im Frühling, in den Wald zu gehen und dann riech ich diesen Knoblauch-Lauchgeschmack und da weißt du genau, jetzt ist es Zeit, ein Bärlauch-Pesto vorzubereiten für den Nachmittag. Und das ist jeden Frühling eigentlich das Erwachen. Bärlauch-Pesto. Lecker. Selbstgemacht. Ja, genau. Die Frage 4. Eine Pflanze, die du ganz und gar nicht magst. Ja, die habe ich. Ich habe in meinem Garten ganz viel Nelkenkraut. Ach, das ist da. Man kann einfach sagen, ein ekelhaftes Ding, das überall sich verbreitet und es ist so zäh, man kriegt es fast nicht raus. Und natürlich gehe ich dann auch irgendwann mal schauen, was hat das mit mir zu tun? Man weiß heute, dass eigentlich das, was mir auffällt oder das mich fast zum Wahnsinn bringt, dass es meistens die Heilpflanze ist. Und der Nelkenwurz ist ganz gut für alle Gelenkbeschwerden. Ja, da, jetzt reiße ich nicht mehr ganz alles aus. Lass noch ein bisschen stehen. Und machst du dann Tee damit, oder? Also ich mache vor allem Tinkturen. Ich lege das alles in Schnaps ein, weil das ist so, ich bin mit Schnaps aufgewachsen. Das ist so, dass man kann am besten mit Schnaps etwas haltbar machen. Und wenn ich das die frische Pflanze drin tue, 3 Wochen warten, da habe ich schon meine Tinktur gemacht. Haben sich die Und ganzen das, Stoffe in den Schnaps ja, die gehen ausgeglichen? einfach in den Schnaps. Und im Schnaps geht nichts kaputt. Da kann man nach 3 Jahren ist noch genau die gleichen Wirkstoffe drin. Schön. Die Frage 5. Die Wildpflanze, die bei dir am häufigsten auf dem Teller landet. Das ist wirklich Bärlauch mit allen. Also ich habe jetzt 3 Monate dieses Jahr Bärlauch auf dem Tisch gehabt. Und dann lege ich es noch ein in Essig, die Knospen oder also und nachher am Schluss der Samen mache ich dann, wie, das ist was wie Pfeffer, das ist dann auch immer irgendwo im Haushalt. Also ich greife dann auf diese Sachen zurück, weil es ist einfach das Heilmittel. Wir bräuchten fast nichts anderes als. Hat ja viel mit Knoblauch auch zu tun. Okay. Es ist, ja, es gibt noch viel darüber zu erzählen, aber Ja, das ja. glaube ich. Fällt dir Ja, da und noch was ein? Ja. was ich auch merke, also fast alle Menschen, die zu mir kommen, haben Angst.
Ja, Fuchsbandurm, was alles, giftige Pflanzen. Und da gehen sie schon gar nicht mehr in den Wald, weil sie so viel Angst haben. Und das ist für mich ein ganz großes Anliegen, dass ich den Menschen die Angst wieder nehmen kann. Es ist so wenig giftig. Also wirklich wenig. Und wenn man das mal weiß, dann nimmt man nicht ein Meier-Riesli und isst das, wenn man genau weiß, das riecht nach nichts, oder? Ja, das Vielleicht ist muss mir man die ein Wildpflanzen Anliegen. ein bisschen kennenlernen und das kann man ja zum Beispiel bei dir, wenn man auf eine Exkursion mitgeht. Ja. Was ich auch immer empfehle, geht zu den Großmüttern. Wenn ihr irgendwo eine Großmutter oder eine große Mutter sieht, geht und fragt. Die sind so glücklich, wenn sie ihr Wissen weitergeben können. Weil wir haben die letzten 40 Jahre das irgendwie verpasst. Und die wissen so viel. Und wenn du einmal ein Johannisblümli mit einer alten, älteren Frau, weisen Frau angeschaut hast, dann vergisst du nie mehr, auf was es ankommt. Also du wirst nachher wissen, das ist das Johannisblümli. Ja, und an dieser Stelle kann ich allen Zuschauerinnen und Zuschauern ganz herzlich empfehlen, mal mit Lisetta unterwegs zu sein, weil sie ist auch eine ganz weise Frau, eine Ahnin, die auch ganz viel Wissen weitergeben kann. Ja, da freue ich mich. Ja. Dann zur Frage 6. An dieser Wildpflanze kannst du nicht vorbeigehen, weil... Das für mich ist, ich habe ja dann noch gedacht, ist es eine Pflanze? Also ich kann an keiner Tanne vorbeigehen, die nicht irgendwo ein bisschen Harz mir zur Verfügung stellt. Also da werde ich fast wie süchtig. Ich kann nicht weitergehen. Und das ist so stark, dass ich denke, und ich schaue umher und denke, ah, da ist ja die Tanne, ich muss doch jetzt den Harz wegnehmen. Und dann habe ich, also dann weiß ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist immer so ein Zeichen für mich, wenn ich wieder eine Tanne voller Harz Ja, antreffe. so. Eben, du machst auch diese tolle Harzcreme, Salbe. Ja, Es ist ja. eines deiner Markenzeichen fast schon. Kann ich sagen. Also ich bin immer noch 100% überzeugt, dass das die beste Salbe ist für jegliche Hautirritationen. Also alles, was mit Haut zu tun hat. Ekzeme. Ich habe so viele Menschen, die Ekzeme wirklich einfach verschwinden lassen können mit dieser Salbe. Und auch jetzt habe ich. Ich mache eigentlich so viel mit, ich habe auch Harztinkturen, die so unglaublich wirksam sind gegen Mücken. Das habe ich erst seit 2 Jahren, weiß ich das jetzt. Also die haben diesen Geschmack nicht gerne. Also wenn man vorher oder nachher, also es ist immer eigentlich ein Heilmittel für alle Sachen, die mit Haut zu tun haben. Ah, so schön. Und auch innerlich, man kann sich das auch einnehmen und das hat ganz viel entzündungshemmende Mittel in diesem Harz. Und ich kann es nur empfehlen. Also es hilft eigentlich fast für alles. Wow, schön. Und sie geht nicht mehr kaputt. Man muss sie nicht in den Kühlschrank stellen. Man darf sie einfach brauchen, bis sie fertig ist. Also jetzt die Salbe Ja, oder? die Salbe. Ja, Ja. es ist die Salbe. Die Tinkturen auch, die gehen ja nicht kaputt. Das ist ja ewig haltbar. Ja. Okay. Siebtens, das Potenzial von Wildpflanzen wird häufig unterschätzt, weil... Ich denke, weil das jetzt so lang schlummert, dass es seit, ich denke, jetzt so 40, 50 Jahren ist das so ein, wie sagt man, man wollte es einfach nicht mehr wahrhaben, dass das für uns eine unglaubliche Vielfalt und Möglichkeit gibt, sich selber zu heilen. Das haben wir wie verdrängt, weil die Götter in Weiß haben ein bisschen Oberhand genommen. Aber ich denke, es braucht mehr Zeit, das ist wahr. Also wenn ich eine Tablette schlucke und Kopfweh habe, dann ist es weg. Aber mit Pflanzen darf man ein bisschen mehr Zeit sich nehmen.
damit man wieder gesund wird. Was ja dann ein bisschen auch mehr unserem Biorhythmus entspricht, wenn wir uns Zeit nehmen, als wenn man so eine Keule, eine chemische Keule nimmt. Ich denke immer, sage ich, ich glaube, das Wichtigste ist, also wenn ich jetzt die ganzen Jahre denke ich immer, sich Zeit zu nehmen, halt wirklich mal wieder sich hinsetzen und eine Pflanze anschauen, wie jetzt die Nachtkerze, was das für ein Wunder ist. Einfach oder irgendwas, ein Tee machen und dann sich setzen und einfach genießen. Es geht eigentlich nur, für mich nur noch um das. Dass man sich wieder Zeit nimmt. Und dann sind die Pflanzen einfach hilfreich Ja, zum sehr schön. Unterstützen. Achtens, Wasser, Feuer, Erde oder Luft? Also Erde, sage ich natürlich. Ich bin ein Erdmensch. Ich bin auch immer barfuß unterwegs, habe manchmal dann ein bisschen nicht mehr so sanfte Füße, aber. Aber ich, oder im Garten, ich bin eigentlich, ja, also oft einfach draußen, auch im Wald. Also ich liebe es einfach, die Erde zu spüren Ist ja und mich jetzt auch wieder. wieder richtig modern, das Earthing. Alle reden vom Barfußlaufen und du machst es. Das ist für mich so normal. Darum werde ich jetzt dann auch Waldbaden anbieten, weil ich finde das so, Wow. so etwas Unglaubliches, dass jetzt angeboten wird. Und es ist ja das, was ich denke. Wir müssen wieder zurück zum Einfachen. Und dann können wir auch gesund sein. Und dann Danke. kommt noch dazu, dass ich immer sage, wir sind nicht geboren, um krank zu sein. Wir haben das Recht, gesund zu sein. Und das hilft uns die Natur. Schöner Gedanke, ja. Neuntens, alle sollten Wildpflanzen in ihr Leben integrieren, weil Damit sie, ich denke, wenn, gerade wenn jemand bei mir in einem Workshop ist oder so, man geht nachher anders durch die Welt, offener oder da sieht man plötzlich, da hat ja so viele Rosen, da hat so viele Hagebutten. Und dann also bin ich überzeugt, dass wir anders mit der Natur umgehen werden, weil wir wissen, wie schön sie ist. Sie gibt alles. Sie fragt nie, ob sie jetzt 100 Äpfel am Baum hat. Sie hat sie einfach am Baum. Sie ist nie überfordert, weil sie jetzt das Gefühl hat, sie muss jetzt etwas anderes tun als Äpfel produzieren. Und darum bin ich überzeugt, man geht nachher anders durch die Welt und ist dann auch aufmerksamer, wenn wieder ein Plastiksack am Boden liegt. Also ich bin überzeugt, dass das unser Leben bereichern wird. Es verbindet uns wieder mit mehr mit der Natur. Genau, ja, bin ich sicher, ja. Okay. 10. Dein Wildpflanzengeheimtipp. Oh, Brennnesseln. Ich sage immer, wenn man Brennnesseln kennt, das ist eigentlich alles. Man braucht gar nicht mehr. Das hat so viel Heilwirkung und so viele Möglichkeiten. Und die Brennnesseln muss man nie Angst haben, dass die gedüngt werden. Es kommt keinem Menschen in den Sinn, Brennnesseln zu düngen. Also da ist man schon von dem her eigentlich auf der guten Seite, dass wir keine Zusätze in der Brennnessel haben. Und zudem ist es auch so, wenn die Leute dann sagen, ja. Es ist doch an der Straße und überall, denke ich immer, ja, muss ja nicht gerade am vordersten Front sie nehmen. Es hat immer noch genug hinten. Und damit nimmt man dann eher vielleicht auch eine saubere Brennnessel. Aber ich weiß das von meinem Hund. Ich hatte immer einen Hund. Und der war verfressen wie unglaublich ausgefressen. Und wenn ich ihm aber ein Stück Fleisch in die Brennnesseln gelegt hat, hat es nicht genommen, weil er wusste, dass das brennt. Also man muss auch nicht Angst haben, dass die Hunde an die Brennnesseln pissen. Ja.
Und es ist auch ein Potenzmittel. Also, es hat so viel Wirkstoffe drin, wie Viagra praktisch. Also, wenn man jetzt einen Mann dazu überreden will, Renaissance, muss man nur das Wort sagen: Potenzfördernd. Dann können Sie büchsenweise auch ins Müsli tun. Und so kannst du sie indirekt ihre Gesundheit Ja, unterstützen. genau, indirekt. Genau. Okay, ein guter Tipp. Ich muss eine Geschichte erzählen Ja, über die ja. Brennnesseln. Habe ich Zeit? Ja. Also, ich hatte auch mal einen Workshop am Nachmittag, am Tag. Und dann kamen fünf so, sechs so gewaltige Männer, so richtig adrett, sagt man dem, und groß und das. Und ich schaue ja vorher nicht, wer kommt. Und die Sekretärin war dabei. Und da habe ich gedacht, yes, das mache ich jetzt mit diesen Männern. Also, es ist ja nicht einfach, oder? Sie sind anders. Und ich dachte, oh Gott, wollte ich eigentlich schon sagen, wir brechen ab. Also, ich weiß euch nichts zu erzählen. Also, und dann habe ich gedacht, gehe ich in die Brennnesseln mit den Männern. Also, ich sage euch, ich hätte es filmen müssen. Lisetta, was müssen wir tun? Sag es! Die waren so happy, dass jetzt endlich jemand sagt, es gibt auch etwas, was man einnehmen könnte. Und das waren also alles Ärzte aus dem Kantonsspital in Aarau. Ja. Und seitdem hat es jetzt fast keine Brennnesseln mehr. Was so ein schönes Erlebnis. Gut. Danke für den Tipp. Es werden alle Brennnesseln dann gerodet in der Umgebung. Ja. Frage 11. Frühling oder Herbst? Ich habe eigentlich das ganze Jahr gern. Also, im Frühling ist es wunderbar, was alles sprießt und macht und tut und dann. Im Herbst ist es auch, es ist eigentlich, ich habe nie das Gefühl, es gibt nichts zu sehen oder zu finden oder zu holen. Also es ist ja eigentlich unabhängig vom Wetter oder von der Jahreszeit. Ja. Zwölftens, diese Wildpflanze sollte auch in der Schweiz wachsen. Ja, da bin ich jetzt ganz, ganz, ganz anders. Ich weiß aus Erfahrung, dass wir in der Schweiz alles haben. Es ist natürlich schön, wenn jemand jetzt die ayurvedische Medizin gut anspricht, bin ich nicht dagegen, aber wir haben eigentlich alles da. Wir dürfen uns voll, wie sagt man, bedienen in der Natur. Und das ist ja schön, wenn jemand Teebaumöl auch gern hat. Aber wenn ich mein Harz salbe, kann ich genau die gleichen Stoffe finden wie im Teebaumöl. Ja. 13. Ein Leben ohne Wildpflanzen ist wie? Fahrt. Also wenn ich denke, wie viel die Wild, also die Wiesen geben, wenn ich jetzt so laufe und so ein Streifen Wildpflanzen wachsen dürfen, denke ich, es wäre so fad. Der Mond, der leuchtet, die blauen, wie heißen sie, die Blümchen im Feld auch. Also das ist doch eine Freude. Es wäre ja einfach, wir würden ärmer, wenn wir das nicht mehr haben. Also das ist wichtig für. Und ich weiß jetzt heute, dass eigentlich die Pflanzen helfen uns schon, uns heilen, wenn wir sie nur anschauen. Nur schon haben wir die Schwingung schon aufgenommen. Und das finde ich doch einfach so wichtig. Ja. Schön. Vierzehntens. Wenn eine Elfe dir mit Blick auf Wildpflanzen einen Wunsch erfüllen würde, wünschtest du dir das? Dass ich noch mehr die Verbindung
die geistige Verbindung zu den Pflanzen aufleben kann. Also sie rufen mich schon, aber manchmal vergesse ich es wieder. Dass ich noch intensiver mich mit den Pflanzen so auseinandersetze. Das ist mein Wunsch. So, dass ich dann auch kann sagen, ja, jetzt habe ich die göttliche Eingebung und jetzt weiß ich noch mehr. Ja, Genau. schön. Ja. 15. Dein Rat für Menschen, die Wildpflanzen besser kennenlernen möchten? Eben fragt alte, ältere, weise Frauen, erstens freuen sie sich. Ich denke immer, wenn ich irgendetwas nicht weiß, wenn ich irgendeine noch ältere Frau treffe, das tut so gut, dass sie das weitergeben dürfen wieder. Und ich denke auch in Kursen, es ist auch gut. Einfach beides. Irgendwie. Es ist ja auch die einen, also es hat ja so gute Frauen, die das jetzt weiter vermitteln. Also ich glaube, man findet sie. Also wenn man ein bisschen die Augen offen hält. Und wir müssen auch nichts befürchten. Ich denke immer, die Angst überall. Wenn du irgendetwas rausgibst, ich sage immer, für jeden Mensch ist die Natur da, aber jeder reagiert anders. Es gibt Leute, die sogar auf Brennnesseln allergisch sind. Das kenne ich überhaupt nicht. Aber einfach, dass wir immer wieder das vor Augen haben. Keine Pflanze hilft dem anderen gleich wie mir. Also man muss es erfahren. Wenn ich dann etwas erfahren habe, wie jetzt mit der Harzsalbe, das ist doch so ein schönes. Ich habe das alles eigentlich erlebt, wie gut das ist. Dann kann ich das unglaublich gut weitervermitteln. Also wenn ich weiß, ich habe es erfahren. Ich hatte keine Blutvergiftung, weil ich Harzsalbe gebraucht habe. Und das ist, glaube ich, man darf es nicht übertragen über den anderen. Und ich sage immer, was ich jetzt erzähle, müsst ihr es nicht alles glauben. Ja, für mich stimmt das und für euch stimmt was anderes. Nicht mehr so stur sein. Ja. Und selber die Erfahrungen machen. Selber Erfahrungen machen. Ich glaube, das ist alles, was man sagen kann. Und man braucht im Grunde genommen nur, ich sage immer, wenn der Spitzwegerich jemand kennt, das reicht auch schon für alles. Also das könnt ihr sehr schnuddrig lösen. Ihr könnt Tee machen, ihr könnt die Wunden pflegen, nur mit dem Blatt. Oder ihr könnt ins Ohr, wenn ihr Ohrweh habt. Oder im Bauch, wenn ihr Bauchweh habt. Also es ist ja auch ein Antibiotikum der Heilpflanze. Und am Schluss noch der Flohsamen, das ist ja auch ein Wundermittel. Der Also Samen wenn, des Spitzwegerich. ja, das Spitzwegerich, das ist der Flohsamen, das habe ich eigentlich noch gar nicht so lange, weiß ich das. Aber einfach so, die Pflanze. Man oft ist ja auch so, dass man denkt, ja, jetzt muss ich das alles wissen. Nein, ich sage immer, es reicht, wenn du die Brennnesseln kennst oder der Spitzwegerich, muss gar nicht mehr wissen. Und dann kommt ja immer wieder etwas dazu, wenn man anfängt. Ja. Wenn der plötzlich mehr Wissen hat. Ja. Gut, dann danke ich dir ganz Ja. herzlich für das schöne Gespräch. Mehr über dich können die Zuhörerinnen und Zuhörer dann im Buch erfahren. Ja. Und ich bedanke mich, dass du mit dabei warst. Ja, danke dir auch. Es hat mir Spaß gemacht. Danke vielmals. Schön. Ciao. Tschüss, Lisette. Daniela. Tschüss. Tschüss. Ja, und ich bedanke mich auch bei dir, dass du mit dabei warst. Und wenn du dich für weitere Themen von Lisetta interessierst, ich habe ihre Webseite hier unten verlinkt. Vielleicht möchtest du auch Buchpatin oder Buchpate der Grünkraft werden und dazu beitragen, dass das Buch über 13 Kräuterleute aus der ganzen Schweiz im Frühling 2024 seine Buchtaufe feiern darf. Als Buchpatin oder Buchpate wirst du ab einem bestimmten Betrag namentlich hinten im Buch erwähnt. Und ich würde mich sehr freuen, dich in der Community des Buches Grünkraft begrüßen zu dürfen.
Mehr Informationen findest du hier unten im Link. Ja, und ich freue mich natürlich auch, wenn du das Video teilst, meinen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst, damit du immer informiert bleibst, wenn ein neues Video erscheint und mir einen Like da lässt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Damit erfährst du, wann das Buch genau erscheint und verpasst mit Sicherheit nichts. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude auf deiner eigenen Reise mit den Wildkräutern. Und es wäre mir eine große Freude, dich ab Frühling 24 zu den Leserinnen und Lesern der Grünkraft zählen zu dürfen. Alles Liebe und vielleicht sehen wir uns wieder beim nächsten Wildpflanzendialog. Bis dann, tschüss! Und ich freue mich aufs Buch und ich das alle zusammen, wo ich weiterempfehle. Ja, schön, das freut mich. Ja. Das wollte ich eben auch noch sagen im Interview, dass es sich lohnt, mit der Daniela ein bisschen Weg zu gehen. Weißt du, für Körper ist für mich wirklich so, weißt du, jeder sagt, das ist nicht möglich. Und du machst es. Du bringst Bücher raus, die erfolgreich sind. Weißt? Ich finde das so schön. Ja, so gutes schön. Beispiel für mich, dass ich das auch immer erzähle. Ah, danke. Gell? Du bist mir also, auch also. Ich wünsche dir, gell? Ja, dir auch, merci. Viel Glück und für alle Zeit von der Welt, dass du das gut rausbringst. Gell? Ja, danke. Dir auch alles Gute bei der Ritualarbeit. Ja, du kannst mich fest drücken. Aber irgendwann geht das auch. Ja. Danke, danke. Danke dir, Ciao, Daniela. Tschüss, Lisette. Tschüss.